Ach, ist das chillig. Ihr dürft mit mir mitchillen. Willkommen zurück bei New Super Mario Bros. 2. Nächstes Level, Windsmeer 2, tropische Tiefen. Jetzt geht's wohl erstmals unter Wasser. Und ich muss sagen, ich find's wirklich blöd, dass es den Pinguinanzug nicht mehr gibt. Da oben ist was. Nur ein paar Münzen, aber naja. Weil der hätte sich doch total angeboten in der Eiswelt und dann noch in der Wasserwelt. Vor allem, wenn die beiden sich gerade hier kreuzen. Okay, wieder schiefe Röhren, alles klar. Und Cheep Cheeps. Guten Appetit! Aber lass mir auch was übrig, ich mag Fisch. Ich werde ihn wahrscheinlich aber gleich wegschmeißen, weil... mit Blubberblaubi bin ich ein bisschen overpowered. Ich weiß, das will ich nicht sein. Und was geht eigentlich da ab? Da unten ist aber nichts, oder? Das werde ich jetzt nicht ausprobieren. Ich glaube nämlich, dass das der Tod wäre. Wow, das war sehr knapp. Alter Mann, jetzt kriegst du sogar Tintenfisch. Das ist ja noch geiler als Fisch. So ein gegrillter Tintenfisch. Ach Gott, ist das schön. Es wird nur durch eins getoppt. Scampis. Was war das für ein Krach? Okay. Sag mal, kannst du auch den Seeigel fressen? Nein. Das wäre aber auch zu krass gewesen. Naja gut, auf der anderen Seite, er frisst Steine. Naja, die sind giftig. Diese Seeigel, wahrscheinlich deswegen. Und viel zu stachelig. Gut, auf die Stacheln kommt es jetzt nicht an. Sonst frisst er ja auch alles. Wir müssen alle Röhren mal überprüfen. Wobei, eine Starcoin habe ich schon. Aber hier die gelbe sieht aus, als wäre da was. Nee. Gibt aber ein paar Münzen immerhin. Yummy. Ich fand das bei den früheren Yoshis immer so cool, wie man sie füttern musste und die dann groß wurden. Schade, dass man das diesmal nicht auch gemacht hat. Ich meine, so ein blauer Yoshi ausgewachsen, das hätte es doch auch getan, oder? Warum müssen das unbedingt Baby-Yoshis sein? Als großer Yoshi hätten die Fähigkeit doch auch haben können. Ich hätte das wirklich besser gefunden, wenn man denn wieder was zu essen geben müsste. Ein paar Mal und dann würden die wachsen. Ach, sieht das wieder cool aus hier. Da muss man sich das gleich nochmal anschauen. Und hier, bam, rasen wir rein. Multikill. Wie das wieder flattert hier, die Seealge. Epic. Glücklicherweise kann ich mit dem Yoshi auch genauer schwimmen. Was das Level nochmal ein wenig vereinfacht. Aber wie gesagt, ich werde mich bald von ihm verabschieden. Dann machen wir alleine wieder weiter. Biom. Biom. Da oben? Nix. Hallo. Und hier? Sieht auch sehr gefährlich aus. Ah, nein, nein, nein. Ich will da nicht hin. Ist mir zu gefährlich. Aber ich habe trotzdem immer noch nur noch... oder nur eine Starcoin. Da haben wir die Halbzeit schon erreicht. Hey, auch wieder eine Detailarbeit aufgefallen. Das Vieh hat gerade aus dem Mund einige Luftblasen ausgestoßen, weil es auch atmet. Jetzt macht das gerade nicht, aber er hat es getan. Könnt ihr ja zurückspulen und es euch angucken. Finde ich cool. Hier, jetzt, der andere hat es auch gemacht. Da ist was. Lass es bitte die zweite sein. Hä? Wie jetzt? Ist da ein Stern drin? Ja. Bestimmt bei dem Fettwarnzieher. Bam! Was? Nein! Hier ist nichts! What the fuck? Na gut. Immerhin halt der Stern, mit dem ich dann... ah, hier gechillter weiterkomme. Genau. Und von Fragezeichenblock zu Fragezeichenblock gibt es jetzt einen weiteren. Aber hier geht's wieder rein. Komm schon, jetzt lass doch mal langsam wieder was kommen. Holy shit! Achso, ja, schnell durch. Das ist also der Sinn von dem Stern. Man muss den fortführen und dann kommt man hier hin und bekommt die dritte Starcoin. Wir haben die zweite verpasst. Verflucht, wo war sie? Wir werden es gleich wissen. Ich muss das Level beenden, weil wir keine Zeit mehr haben. Hey, bleib da! Noch brauche ich dich. Und du Blooper da? Hast auch ein paar Probleme, ne? Na komm, beende das Level. Ich will jetzt nicht sterben. Nicht so unnötig. Auch wenn ich nicht alles gefunden habe. Ach, jetzt
Diese Fische sind sowas von dreist, weil die verfolgen einen immer. Und Stacheln haben sie auch noch. Also äußerst ungemütlich. Ein wirklich langes Wasserlevel, aber chillig und schön. Wie die ganze Welt. Ach, dann bleibt doch da unten. Wir machen ohne ihn weiter jetzt. Ich muss ohnehin hier nochmal rein. Und schauen, wo die zweite Starcoin war. In irgendeiner Röhre höchstwahrscheinlich. Oder durchlässige Wand, tippe ich mal. Gleich wissen wir es. Genau. Wo sind die jetzt hin? Okay. Hier sind gerade eben Münzen erschienen, die mir den Weg gezeigt haben. Zu diesem Fragezeichen-Ding. Ach, tatsächlich, da ist sie. Goal! Okay. Geiler Ton, aber wir haben es geschafft. Also wie gesagt, da sind Münzen erschienen und die haben dann nach unten gezeigt. Dann bin ich hingeschwommen. Und dort war der Schalter. Ich glaube aber vorhin sind diese Münzen nicht erschienen. Weiß ich nicht. Vielleicht muss man da eine bestimmte Strecke schwimmen, dass die kommen. Oder ich habe es einfach übersehen. Wenn ja, tut mir das leid. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Egal, Hauptsache wir haben die Starcoin jetzt. Gebratener Fisch. Aha, gleich mal mitnehmen. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich es endlich schaffe, ein Ab aus dem Abhaus mitzunehmen. Bisher ist es mir nicht geglückt. Ja, super Anfang. Ja, und dann springe ich übers Ab drüber, klar. Ach komm, ey, das gibt's doch nicht. Was habe ich denn da hier für ein Pech? Aha, jetzt bin ich im Plus. Man glaubt es kaum. Scheiße. Gleichstand, oder? Drei zu zwei. Komm. Yes! Wir haben einen Up in dem Abhaus bekommen. Boah, wie cool ich mich jetzt fühle. Yay! Scherz, aber ich bin glücklich, dass ich jetzt halt endlich mal hier mal was mitnehme. Das wurde schon langsam peinlich. Alter, oder? Wie schlagt ihr euch eigentlich bei dem Spiel? Seid ihr auch so schlecht? Seid ehrlich. Und wir kommen schon zum Tower. Dilemma im Turm der Dornensäulen. Das klingt sehr interessant. Oh oh, ja, das haben wir gedacht. Die sogenannten Stachelpenisse. Wie ich sie ja nenne. Ah, Moment mal, war da. Scheiße, war da ein Secret? Das sah fast so aus, als wäre da in der Mitte oben ein Durchgang gewesen. Naja. Da ist überall Strömung, da kann nichts sein. Boah, ist das ein Lärm hier. Die Strömung aktiviert sich aber auch erst, wenn ich hierher komme. Ich schaue mich nochmal um. Hier unten vielleicht. Da wäre ein super Versteck für die erste Starcoin. Haben sie aber nicht gemacht. So, hier schnell durch. Ich will nicht zu Hackfleisch verarbeitet werden. Oder eingestampft werden. Ja, wir haben doch schon was verpasst. Wo geht's da rein? Etwa hier? Ja. Aber was bringt das? Nur einen Münz... Ne, da geht's noch. Doch nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Vielleicht war auf der rechten Seite die Starcoin. Ich hoffe nicht. Ah, hier ist sie. Wo ist die 8 rote Münze? Hallo, wo ist die 8? Dann halt nicht. Nummer 1? Nummer 2. Ich hab's mir fast gedacht. Was war das für eine rote Röhre? Kann ich da rein? Wieso kommt die nicht mehr? Okay. Sehr seltsam. Ja, also die Suche nach der ersten Starcoin wird sehr interessant werden. Es gibt mehrere Orte, an denen ich sie vermute. Jetzt sollte ich es wenigstens noch schaffen, die dritte mitzunehmen, aber
Das Level an sich ist ja schon schwer genug. Verflixt. Ja. Ah. Nette Hilfe, danke. Ich möchte aber vorher noch gucken, ob hier vielleicht wieder was Durchlässiges ist. Nein. Wir können weitergehen. Okay. Ich warte jetzt lieber, bis der da wieder ausgefahren hat. Okay, wieso kann ich zu dem rein? Warum? Wenn mir das gar nichts bringt. Und das war übelst knapp gerade. Boah, wäre mein Kopf eingestampft worden, hey. Ach, da geht's doch bestimmt rein, oder? Hier drüben. Ja. Das war jetzt nicht sonderlich schwer zu finden. Was? Ach, war das jetzt nur ein Bonus? Hatte das nichts mit der Starcoin zu tun? Ja. Leider nein. Boah, war das gerade so ein schönes A? So ein Assassin's Creed-Zeichen? Ich hoffe, Assassin's Creed schaut ihr auch. Läuft bei mir ebenfalls, die Wii U-Version. Das Spiel ist am Anfang noch ein bisschen zäh, weil es sehr auf Story aufbaut, aber danach finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Einfach, weil das Kampfsystem cool ist. Die Story ist auch cool, also wer sich auf Geschichte einlässt, dem wird es sehr gefallen. Grafisch ist es natürlich top, vor allem auf hoher See. Also wenn ihr mich da begleiten würdet, das würde mich sehr freuen. Ist ein wirklich sehr interessantes Projekt. Nein, 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 nein! Dass ich mal Probleme mit so einem scheiß Knochen trocken kriege. Aber hier sind halt mehrere Bedrohungen auf einmal und diese Notenblöcke, die habe ich nie gemocht, weil ich da nie getimed springen konnte. Oh. Was war das? Ah, eine Eisblume. Eine geschenkte. Und hier schnell hoch! Leck mich doch am Arsch. Ein Powerblock. Starcoins haben wir schon, deswegen ist er wohl nur dazu da, um die Knochen trocken loszuwerden. Okay, wir sind oben angekommen. Ein cooler Tower. Und wo ist die Feuerblume? Gibt's nicht. Na dann halt nicht. Bum bum. Ich bin zurück. Und die erste Sternmünze, die holen wir uns gleich. Ah, Wasser kommt ins Spiel. Hätte ich mir fast denken können. Kämpfen wir jetzt unter Wasser irgendwie oder bekommt er Hilfe von Cheep Cheeps? Ich denke, letzteres wird der Fall sein. Nö, da passiert ja gar nichts. Ist das nur Deko oder wie? Schaut fast so aus. Und dazu gelernt hat der Gute auch nicht. Hahaha. Trotzdem lass ich mich treffen. Hm. Ja, also bei dem Bossgegner hätten sie wirklich noch ein bisschen mehr machen sollen. Von Welt 1 auf 2 hat er sich verbessert. Danach aber eigentlich nicht mehr. Was ich relativ schade finde. So, die Starcoin werde ich jetzt live suchen, weil sie ja sowieso hier am Anfang ist. Dann könnt ihr mir mal zuschauen, wie ich das so mache. Ich schaue da wirklich absolut alles an, was im Entferntesten möglich sein könnte. So, und vorhin habe ich eben gedacht, da oben, aber das schließe ich inzwischen wieder aus. Da, hier. Einfach, weil man da nicht hochkommt. Ach Mann, diese blöden Notenblöcke, Mann. So, da rechts wird sie sein. Man konnte links zu dem Stachelding rein. Und dann kann man es rechts bestimmt auch. Oder wenn man hier reingeht. Nö. Mhm. Okay, wir warten hier mal. Und schauen, ob es da hochgeht. Nee. Geht sogar nicht. Das ist Verarsche. Gibt's denn sowas? Bin ich vorhin hier rein oder eins weiter nach oben? Ich glaube oben. Deswegen schaue ich jetzt auch nochmal da links, ob da was ist. Da ist sie. Okay. Dann beende ich das Level schnell und dann geht's weiter.
Yay, dann schauen wir uns in diesem Part noch das epische Geisterwrack an. Uhus in Seenot. Sehr, sehr nice. What the hell? Okay. Das sah ziemlich episch aus. Oder? Das ist so ein Pseudo-3D in einem 2D-Spiel. Sehr, sehr cool. Gut, ich guck. Da ist nichts. Sehr lustig. Wirklich sehr lustig. Na gut, dann schauen wir uns das eben von unten an. Ich bleib mal hier bei dem... Ah! Bei dem Flughorn Mario. Lach nicht so! Ich werde das Lachen noch vergehen, wenn ich hier Licht anmache. Ja. Was, wie kommt man denn da überhaupt rein? Ah, okay. Aber das Ab ist schon weg. Auch egal. Ich brauch's ja nicht. Oh, bis jetzt sieht das Schiff schon ganz cool aus vom Hintergrund, ne? Und vom Levelaufbau habe ich mir ein bisschen was anderes erhofft, aber... Vielleicht kommt da noch was. Starcoin Nummer 1. Boah, schon wieder so ein Pseudo-3D-Block. Das ist bestimmt auch einer. Ja, man sieht das denen an. Immer schön ausweichen. Ich fliege einfach wieder hoch. So. Jetzt gehen wir da durch. Wenn ihr euch fragt, was habe ich mir erhofft? Ich habe mir so eine Art Neuauflage des SMW-Schiffs erhofft. Weil das war echt cool. Und auch ziemlich schwierig. Also ohne Yoshi war das echt schwer. Weil da sind Buhus einfach so gespawnt. Und man ist so leicht in die reingelaufen. Das fand ich sowas von geil. Ist gar nicht so einfach, hier in den Geisterkreis reinzukommen. Man fühlt sich fast in so einem mobbigen Kreis da. Schubskreis heißt sowas, genau. Gab's ja immer so ein paar Vollidioten, die sowas gemacht haben, ne? Oh Mann, Assis. Okay. Nein! Ja, das war jetzt nicht mehr möglich, da auszuweichen. So, zum Glück haben die anderen zwei Fishbones nicht auf mich geguckt. Moment mal, habe ich deine Röhre gesehen? Nee. Doch nicht. Was jetzt? Ein kleines Labyrinth, oder wie? Aha! Dritte Starcoin. Aber die war auch wieder sehr böse. Aber der gute Galkante überprüft eben alles. Uiuiuiui. So, wo ist jetzt der Ausgang hier? Aber der Part gefällt mir hier, weil das sehr, sehr strange ist. Was macht der scheiß Buhu da oben? Da ist doch was. Oder etwa nicht. Ne? Ach, scheiße, Mann. Wegen dem Arschloch bin ich jetzt klein. Da ist doch nichts gewesen. Aber was macht er da oben? Das sah fast so aus, als wäre da was gewesen. Aber... Ich habe nichts gefunden. Da ist eine Röhre. Ne, doch nicht. Aber ein Block. Hoffentlich ist da ein Pilz drin. Nicht, dass die mich jetzt noch killen. Yes. Verschwindet! Dummviecher. Oh oh. Ja. So, das dürfte der Ausgang sein. Ah. Was haben wir denn da Schönes? Secret Exit? Vielleicht? Hä? Zwei Ausgänge? Ich befürchte fast, es gibt in dem Level tatsächlich einen Secret Exit. Diese rote Röhre weist darauf hin, aber ich habe absolut keine Ahnung,
wo der war. Aber er kann eigentlich nur in dem letzten Part gewesen sein, bei diesem Labyrinth. Gut, genug der Rätselei. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Achtet mal auf das Geisterschiff hier. Also wenn das nicht episch ist, dann weiß ich auch nicht. Irgendwie gefallen mir die Ausgänge aus den Geisterleveln am besten. Hier einmal dieses tolle Schiff und beim Geisterhaus dieser Mega-Hintergrund mit dem Mond, mit dem Geisterwald und dem Nebel. Top. Einfach top. Riesiger Daumen hoch. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr auch mir einen Daumen hoch geben. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Bis bald.